Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Reihe Adjektive. Diesmal geht es um die Deklination, also um die Beugung der attributiven Adjektive. Wie ihr wisst, sind die attributiven Adjektive die einzigen Adjektive, die verändert werden. Nochmal kurz zur Erklärung: attributive Adjektive, das sind die Adjektive, die Nomen genauer beschreiben. Hier ist die Gebärde. Attributive Adjektive, die Gebärde sieht so aus. Und wir gucken uns diesmal an, wie die attributiven Adjektive im Nominativ, also im ersten Fall, gebildet werden und im Akkusativ, im vierten Fall. Den dritten Fall und den zweiten Fall machen wir später. Eine kurze Wiederholung. Ihr wisst ja schon, es gibt drei Arten von Adjektiven, je nach Verwendung. Die eine Gruppe sind die adverbialen Adjektive. Da werden die Verben im Satz beschrieben. Das Adjektiv bezieht sich auf das Verb. Zum Beispiel, der Junge liest neugierig ein Buch. Neugierig wäre das adverbiale Adjektiv und das bezieht sich auf das Verb. Ihr seht, in dem Wort adverbial steckt das Wort Verb drin. Also die adverbialen Adjektive beziehen sich auf das Verb. Und die bleiben gleich, die Adjektive, die werden nicht dekliniert. Die Gebärde geht so. Die zweite Gruppe von Adjektiven sind die prädikativen Adjektive. Dazu ein Beispielsatz. Der Junge ist neugierig. Auch hier ist das Adjektiv neugierig und beschreibt den Jungen. Wie ist der Junge? Er ist neugierig. Und die Adjektive beziehen sich auch auf das Verb, weil ohne das Adjektiv wäre der Satz nicht vollständig. Das sind die prädikativen Adjektive. Die beziehen sich auf das Prädikat, also auf das Verb im Satz und auf das Subjekt. Auch diese Adjektive werden nicht verändert, die werden nicht dekliniert. Die Gebärde dazu geht so. Und die dritte Gruppe von Adjektiven sind die attributiven Adjektive. Die besprechen wir in diesem Video. Ein Beispielsatz: Der neugierige Junge liest. Da wird das Adjektiv, das attributive Adjektiv, zwischen den Artikel und das Nomen geklemmt, um das Nomen zu beschreiben. Also wie ist der Junge? Das wird gleich mit erklärt, genauer erklärt. Neugierig. Und ihr seht, das wird verändert. Und es bezieht sich auf das Attribut, attributive Adjektive. Und man kann diese attributiven Adjektive natürlich auch im Objekt einsetzen. Der neugierige Junge liest ein spannendes Buch. Spannend wäre das unveränderte Adjektiv. Spannendes ist das attributive Adjektiv. Und da bezieht sich das Wort spannend auf das Buch. Und hier seht ihr die Veränderung. Da wird ein ES hinten dran geklemmt und oben ein E. Und die attributiven Adjektive, die werden verändert. Die werden dekliniert. Die Gebärde dafür sieht so aus. Und um diese attributiven Adjektive geht es in diesem Video. Kommen wir nun zur Deklination attributiver Adjektive. Das ist jetzt pure Grammatik. Deklination bedeutet Beugung von Adjektiven, also die Veränderung von Adjektiven. Ein Beispielsatz: Der neugierige Junge liest das langweilige Buch. Wie ist der Junge? Er ist neugierig. Das ist das attributive Adjektiv. Hier ist die Veränderung, das E. Und liest das langweilige Buch. Langweilige ist auch das attributive Adjektiv und die Veränderung ist E. Der neugierige Junge, das ist das Subjekt und Subjekte werden immer im Nominativ geschrieben, also im ersten Fall. Liest ist das Verb, das kommt von lesen. Und das langweilige Buch ist das Objekt im Akkusativ, der vierte Fall. Ein weiteres Beispiel. Die aufmerksame Frau liest den langen Brief. Auch hier aufmerksame, die aufmerksame Frau, die Veränderung ist E, und liest den langen Brief. Das ist eine andere Veränderung. Ein drittes Beispiel. Das kluge Mädchen liest die neue Zeitung. Kluge ist das attributive Adjektiv und neue ist auch das attributive Adjektiv. Die Veränderung der attributiven Adjektive hängen mit den Fällen zusammen. Und
ob die Nomen männlich, weiblich oder sächlich sind. Ihr habt hier im Subjekt der, die, das, im Objekt das, den und die. Und das, den und die, das sind die Deklinationen im vierten Fall, im Akkusativ. Und diese Artikel, das sind die bestimmten Artikel. Der, die, das, den, das sind bestimmte Artikel. Und es gibt auch unbestimmte Artikel und das zeige ich euch jetzt. Ein Beispielsatz, ein neugieriger Junge liest ein langweiliges Buch. Da verändern sich die Adjektive anders, die attributiven Adjektive. Aus dem langweiligen Buch wird langweiliges Buch und ein langweiliges Buch, ein neugieriger Junge. Hier seht ihr die Veränderung, neugieriger Junge und langweiliges Buch. Das sind die Veränderungen im unbestimmten Artikel. Ein weiteres Beispiel. Eine aufmerksame Frau liest einen langen Brief. Da ist die aufmerksame Frau, das ist weiblich. Da verändert sich auch im Nominativ das Adjektiv. Und einen langen Brief, auch wieder eine andere Veränderung. Ein drittes Beispiel. Ein kluges Mädchen liest eine neue Zeitung. Ein kluges Mädchen, das kluges ist das attributive Adjektiv. Die Veränderung ist es. Und eine neue Zeitung, die Veränderung liegt im E. Nochmal, die bestimmten Artikel sind der, die, das im Nominativ, also im ersten Fall beim Subjekt. Und das, den und die sind die Deklinationen im Akkusativ. Bei den unbestimmten Artikeln habt ihr im Nominativ ein, eine, ein und im Akkusativ ein, einen, eine. Also nochmal, ein, eine, ein im Nominativ und einen, eine, ein im Akkusativ. Das sind Veränderungen von den Artikeln, die ihr euch einfach merken müsst. Veränderungen in den bestimmten Artikeln und Veränderungen bei den unbestimmten Artikeln. Diese Artikel, diese bestimmten und unbestimmten Artikel, was wir hier besprechen, das sind die Artikel im Singular, also in der Einzahl. Es geht um wirklich nur eine Person oder einen Gegenstand, Singular, Einzahl. Und hier seht ihr nochmal die ganzen Veränderungen im Singular. Das Ganze möchte ich in der Tabelle zusammenfassen. Und zwar die Deklinationen im Nominativ, also im ersten Fall. Die Endungen im Akkusativ, im vierten Fall. Und hier seht ihr jeweils die Singular-Deklination. Das blau markierte stellt ihr das Maskulinum dar, also das Männliche. Die roten Wörter sind weiblich, Femininum, und die grünen Wörter sind sächlich, Neutrum. Und das ist jetzt eine Übersicht, die ihr euch einprägen müsst, die müsst ihr einfach lernen. Also im Maskulinum ist es im bestimmten Artikel die Endung E, im unbestimmten Artikel die Endung ER, im Nominativ, Nominativ Femininum, im bestimmten Artikel die Endung E und beim unbestimmten Artikel auch die Endung E. Beim bestimmten Artikel im Neutrum, also das, die Endung E und beim unbestimmten Artikel die Endung ES. So, wie schaut das Ganze im Akkusativ aus, im vierten Fall? Im Maskulinum, da haben wir den Artikel verändert in den und die Endung EN bei dem attributiven Adjektiv. Und bei einem unbestimmten Artikel, der wird verändert zu einen und auch die Endung en. Und im vierten Fall Femininum Singular. Wie sehen da die Veränderungen aus bei bestimmten Artikeln? Die und die Endung e. Und bei unbestimmten Artikeln eine. Und auch die Endung E. Akkusativ Singular Neutrum. Der bestimmte Artikel, das attributive Adjektiv bekommt die Endung E. Und bei einem unbestimmten Artikel bekommt das attributive Adjektiv die Endung ES. Gut, was ich euch jetzt gezeigt habe, das ist nur Singular. Das müsstet ihr euch einprägen, also nur die Einzahl. Und das ist einfach was man wirklich auswendig lernen muss. Es macht wirklich Sinn, wenn ihr die Nomen lernt,
dass ihr dann die Artikel gleich mit dazu lernt, weil wenn ihr die Artikel von einem Nomen nicht wisst, also ihr wisst nicht, ob irgendwas der, die, das heißt, ob irgendwas Maskulinum, Femininum oder Neutrum ist, dann könnt ihr natürlich diese Deklinationen auch nicht richtig anwenden. Diese ganzen Endungen, das ist eine reine Lernsache und da bitte ich euch, dass ihr euch hinsetzt und die lernt. Also erstmal die Endung im Singular. Noch ein paar Beispielaufgaben. Da bitte ich euch, schreibt euch den Text jetzt ab oder macht euch einen Screenshot und füllt dann die Lücken aus. A. Der clever Schüler rechnet die Schweraufgabe richtig. B. Die begabte Schülerin malt ein schön Bild. C. Das nette Mädchen liest den traurigen Text gut vor. D. Die freundlich Jungfrau stellt ein gut Frage. E. Ein aufmerksam Schülerin sieht ein schlimm Fehler im Text. Gut, und hier die Lösung. Der clevere Schüler rechnet die schwere Aufgabe richtig. Die begabte Schülerin malt ein schönes Bild. Das nette Mädchen liest den traurigen Text gut vor. Die freundliche junge Frau stellt eine gute Frage. Eine aufmerksame Schülerin sieht einen schlimmen Fehler im Text. Gut, das war's zu diesem Thema. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr kriegt so eine Ahnung davon, wie man diese attributiven Adjektive dekliniert. Der Rest ist Übung, Übung, Übung. Und ich wünsche euch dabei viel Erfolg und dann bis zur nächsten Einheit über die Adjektive. Also tschüss, mach's gut, bis bald.